Heute reden wir darüber, wie es uns gelungen ist, die schlimmsten Asylvorstöße von der SVP vorläufig zu verhindern. Wir diskutieren, was der Presserat zum Fall 20 Minuten und Windisch entschieden hat. Und wir schauen, ob man endlich etwas machen kann gegen die explodierenden Krankenkassenprämien. Mein Name ist Cedric. Ich bin Matthias, das ist Meier Wermuth am 30. September 2024. Cedric, wir haben eigentlich das letzte Mal angekündigt, dass es heute eine Sondersendung gibt mit der Extremismusforscherin Natascha Strobl. Wir haben aber beschlossen, weil es wirklich sehr viele aktuelle Themen gegeben hat letzte Woche, dass wir die Sondersendung, die wir voraufgezeichnet haben, verschieben, ein anderes Mal werden ausstrahlen und jetzt quasi mal einen Rückblick machen zu der Session. Das war eine gute Sendung, nur dass man es nicht falsch versteht. Wir strahlen sie ungeschnitten. Ah ja, so das aus, auch nicht. Letzte Woche haben über 120'000 Menschen innerhalb von 24 Stunden einen Asylappell von der SP unterschrieben, wo der Ständerat aufgerufen hat, den Entscheid vom Nationalrat, den Familiennachzug für Kriegsflüchtlinge in Zukunft zu verhindern, wieder quasi rückgängig zu machen, respektive den Entscheid nicht zu fällen. Und vorläufig kann man sagen, ist das eigentlich ein kleiner Zwischenerfolg. Ich glaube, am Schluss sind es sogar über 130 jetzt noch gewesen, die das unterschrieben haben. Aber du hast recht, wir haben dann am Morgen eine Medienmitteilung verschickt mit diesen 120. Also, noch mal kurz zur Erinnerung, das ist der Mittwoch gewesen, Dienstagmorgen, genau, wo der Nationalrat das entschieden hat, wo die Überraschung, wobei im Schluss ist es nicht eine Überraschung, aber die Überraschung ist eigentlich, dass der Freisinn insbesondere die FDP und die Mitte dieser Motion zugestimmt hat. Das ist dann überwiesen worden. Und weil das eine sogenannte außerordentliche Session ist, wo man beantragen kann, wenn man in beiden Räten einen gleichlautenden Vorstoss vorher, also ein paar Monate früher, eingereicht hat, ist das immer gerade nacheinander. Und ehrlich gesagt, wir haben am Dienstag damit gerechnet, dass das im Ständerat auch wird durchkommen. Oder zumindest ist das, also so genau weiss man das nicht, aber die Chancen sehr hoch sind. Wir haben darum den Aufruf gemacht und ich muss sagen, ich bin extrem positiv überrascht, auf wie viele Reaktionen dass das gestossen ist. Eben die 130'000 Unterschriften. Und es zeigt zwei Sachen, finde ich, bevor wir ins Detail gehen, noch mal kurz erklären, um was ist in dieser Motion gegangen. Wir haben zwar letzten Montag, glaube ich, schon darüber diskutiert, aber vielleicht, um den Leuten noch mal schön in Erinnerung zu rufen. Heute ist es so, dass vorläufig aufgenommene Kriegsflüchtlinge, also es sind vor allem Kriegsflüchtlinge aus Ländern wie Syrien, Afghanistan, auch Eritrea, nach einer bestimmten Zeit, heute ist es nach 3 Jahren, können ihre engsten Familienmitglieder, also ihre Kinder oder ihre Frauen, Männer, in die Schweiz holen, wenn sie gewisse Bedingungen erfüllen. Also sie müssen zum Beispiel eine grosse Wohnung haben, sie müssen unabhängig sein von der Sozialhilfe. Also bereits heute ist es eigentlich recht schon restriktiv. Aber diese Möglichkeit soll mit dieser Motion verhindert werden für die Zukunft. Also, dass Kriegsflüchtlinge ihre Liebsten nicht mehr in die Sicherheit in die Schweiz bringen können, in aller Kürze. Genau. Aber pervers ist ja daran, dass eigentlich aus der Erkenntnis herausgekommen ist, dass das, was internationales Recht wahrscheinlich verletzt, die lange Frist ist, die die Schweiz heute schon kennt, vor 3 Jahren. Und die bürgerliche Mehrheit hat das dann gekehrt und gesagt, wir machen jetzt quasi noch schlimmer. Und an diesem Appell haben mich zwei Sachen, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr positiv erfreut. Einerseits, dass so viele Menschen trotz der jahrelangen Kampagne von rechts immer noch bereit sind, für Grundrechte und Menschenrechte aufzustehen. Auch wenn es um Flüchtlinge geht und man sonst manchmal das Gefühl hat, kein Lobby in diesem Land. Und das andere schon, also das hat das mal wirklich gewirkt. Der Ständerat hat kalte Füße bekommen. Ich muss vielleicht schnell ein bisschen das noch sagen und das ist dann, was wir machen müssen. Also herzlichen Dank für die Unterstützung. Was der Ständerat formell gemacht hat, er hat den Vorstoß in die Kommission zurückgewiesen. Das heisst, die müssen das nochmal ausführlicher beraten, vielleicht das mit Expertinnen und Experten anschauen. Das heisst nicht, dass es vom Tisch ist. Aber zumindest die erklärte Absicht von Mitte, FDP und SVP, das im Schnellzugstempo jetzt durchzujassen, ist von ihren eigenen Leuten bremst worden. Und das ist doch schön. Absolut. Die Rückweisung an die Kommission ist ja ein Instrument, das insbesondere der Ständerat immer wieder anwendet. Und er wendet das vor allem im Moment an, wo sie etwas auf die lange Bank schieben wollen oder auch wirklich nochmal ein bisschen vertiefte Abklärungen machen, respektive nicht gerade in dem Moment anstehen und etwas definitiv überweisen, sondern nochmal so einen Schritt zurück machen. Und was ich schon auch bemerkenswert finde, du hast es vorhin angetönt, ist, insbesondere die FDP hat in den letzten Wochen eine riesige Kampagne, kann man sagen, aufgezogen,
wo sie gesagt haben, jetzt greifen wir die Härte durch bei den Asylfragen. Wir unterstützen die Motion. Auch Mitte hat Unterstützung signalisiert. Sie haben das jetzt eigentlich so ein bisschen zu ihrem, insbesondere die FDP, zu ihrem grossen Thema gemacht, wie sie der SVP dahinterherlaufen. Und ganz offensichtlich sind sie jetzt eigentlich so, zumindest die Ständeräte, ein bisschen von dem Kurs abgewichen und haben eigentlich, man kann sagen, sind Thierry Burkhardt auch nicht gefolgt. Ich glaube, sie waren wirklich überzeugt gewesen, dass das halt, wie es Flüchtlinge sind, quasi niemand interessiert. Ja. Und dass man da ohne politischen Widerstand ein bisschen Populismus auf den Buckel von Leuten machen kann, die nicht wählen, nicht abstimmen können und keine Zeitungsartikel selber dürfen schreiben. Und sie waren überrascht gewesen, wie schnell. Das, übrigens, da muss man auch sagen, viele Journalistinnen und Journalisten ja schon am Dienstagnachmittag gesagt haben, selbst die Serie, welche bürgerlich stehen, hey, sorry, das ist jetzt ja over the line, das geht eigentlich nicht, das ist absurd. Also, wie gross die Empörungswelle von Leuten sind, die gesagt haben, Grundrechte gelten eigentlich für alle in dem Land. Was schon krass ist, in der gleichen Woche hat der Ständerat dann gefunden, was man aber dann aufheben sollte, das sind Sanktionen gegen russische Leute, die sich von Schweizer Anwälten möchten, vertreten lassen, weil für die muss selbstverständlich das Grundrecht vom Rechtsstaat gelten, wenn es um Leute im Umkreis vom Kreml geht mit Geld, aber für Flüchtlinge nicht. Und da hat jetzt die Bevölkerung eigentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, und ich denke, nicht einfach nur Linke, die jetzt den Appell unterschrieben haben, sondern sicher auch die eine oder andere Person, die der FDP oder der Mitte-Ständerat geschrieben hat und gefunden hat, hey, aber das könnt ihr jetzt nicht machen. Zumindest zwei, drei Leute mehr als Mitglieder von der SP haben das unterschrieben. Wenn jetzt definitiv, ja. Das kann man sagen. Ja. Genau. Wir bleiben bei einem leidigen, erfreulichen Thema. Das ist eigentlich ähnlich. Zuerst eine schlechte Ausgangssituation und dann wendet es sich nicht gerade zum Guten, aber es ist zumindest doch eine positive Nachricht. Genau. Vor bald eineinhalb Jahren hat es einen Fall gegeben in deinem Heimatkanton in Windisch, wo du hast Schlagzeilen vor dir, vielleicht kannst du sie nachher schnell vorlesen. Insbesondere 20 Minuten titelt hatte, du kannst noch nicht genau vorlesen, wie es war, aber es ist um einen Fall gegangen, wo angeblich ein Hausbesitzer die aktuellen Mieterinnen und Mieter rausgeschickt hat, dafür, dass dort Asylsuchende können wohnen. Der Fall war dann nicht ganz so gewesen, wie 20 Minuten im ersten Moment geschildert hat. Genau, also es hat jetzt einen Entscheid gegeben vom sogenannten Presserat. Das ist die Branchenorganisation von der Schweizer Medien, wo man Beschwerden errichten kann, wenn man das Gefühl hat, sie nicht korrekt Bericht erstatten. Es gibt wie einen Kodex für Journalistinnen und Journalisten, wo man sich daran halten muss. Und eine der wichtigsten Bestimmungen ist, dass man sich an die Wahrheit halten muss. Und wir haben dann dort wegen drei Artikel, sind es glaube ich insgesamt gewesen, von 20 Minuten, Klage eingereicht. Und das ist richtig, einfach, dass man es korrekt zitiert. Am 27. Februar 2023 ist es losgegangen mit einem ersten Artikel. 49 Mieter müssen Wohnung wegen Asylkunft, Unterkunft verlassen. Und dann am 1. März und am 2. März sind weitere Artikel erschienen mit sehr zuspitzenden Titeln, was dann geheißen hat, Wohnungskrise spitzt sich zu, Windisch war Vorgeschmack, Fall Windisch, wo Mieterinnen und Mieter ihre Wohnungen für eine neue Asylunterkunft verlassen müssen. Und was sich relativ schnell dann herausgestellt hat, wo der Fall bekannt worden ist, also 20 Minuten ist nicht die einzige, die das berichtet hat, darüber, was sich sehr schnell herausgestellt hat, ist halt, dass der Vermieter entschieden hat, den Mieterinnen und Mieter zu künden, eine sogenannte Leerkündigung zu machen, weil er das will, renovieren und teurer verkaufen. Und erst nachher mit dem Kanton Aargau eine Vereinbarung geschlossen hat, dass man, bis dass der Prozess durch ist, in diesen Wohnungen wird Asylsuchende unterbringen. Also, am Anfang steht das Profitinteresse von dem Immobilienbesitzer und nicht die Schuld von den Flüchtlingen oder von jemand anderem, der da läuft. Um 20 Minuten hat jetzt der Presserat entschieden, mindestens ab dem zweiten oder dritten Artikel wieder besseres Wissen eigentlich den Zusammenhang zwischen Flüchtling und Wohnungsnot hergestellt. Und das ist jetzt entschieden worden, das geht so nicht. Und ich bin extrem froh, dass das so entschieden worden ist. Ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass sich 20 Minuten noch offiziell bei den Flüchtlingen entschuldigen für die Berichterstattung. Weil ich meine, das hat natürlich einmal mehr nachher auch eine mediale Stimmung gemacht, eine öffentliche Stimmung gemacht, ausgelöst gegen Flüchtlinge, die logischerweise auch irgendwo leben müssen, wenn sie in der Schweiz sind. Und das hat natürlich schon auch so die Stimmungsmache von der SVP einfach eins zu eins in die Medien übernommen. Und für das, finde ich, haben sie jetzt völlig zu Recht vom Presserat auch die Rüge bekommen. Und ich hoffe schon, dass das sich jetzt auch ein bisschen
besser auswirkt für die Zukunft. Also ich glaube, das ist schon das ganz Zentrale. Wir haben, weil wir den Fall so stossend gefunden haben, die Beschwerden eingereicht. Der Presserat muss auch noch sagen, es ist nicht irgendwie ein formelles Gericht oder so, sondern der stellt das fest. Man muss das dann wie veröffentlichen. Das ist passiert entsprechend auch. Und 20 Minuten wird es müssen aufnehmen. Es hat nicht eine Sanktion oder so zur Folge. Und uns ist es auch immer darum gegangen, natürlich jetzt die generellen Lehren können daraus ziehen. Und ich glaube, das, was du sagst, ist schon das Zentrale. Also, was mir so Sorgen macht, ist, dass die Hetze gegen Menschen aus dem Ausland kommen, auch im Bereich quasi von der Personenfreizügigkeit, von der Zuwanderung, insbesondere aber zugespitzt beim Asylwesen, das haben wir ja jetzt gerade vorher auch besprochen, so wie Sachen in den Raum gestellt hat in den letzten Jahren, dass die zum Beispiel schuld sind an der Wohnungsnot, was man nachweislich kann zeigen, das ist entsprechend nicht so. Und das wird einfach unreflektiert übernommen. Oder so die Talking Points, das Frame, wie man manchmal sagt, also die Denkmuster von der SVP, die hat sie jahrelang gepusht, so weit, dass man die unhinterfragt auch in Redaktionen übernimmt. Und dort, finde ich, ist wirklich in vielen Fällen, nicht nur da, das Bewusstsein dafür, dass der Job von der Journalistin und Journalist ist, gerade von rechtspopulistischen und teilweise rechtsextremen Parteien so Parolen nicht einfach unüberprüft zu hinternehmen, sondern zu schauen, was stimmt und auch für die Leute zu stehen, die eben keine Stimme haben oder viel weniger in den Medien. Und wenn das nicht passiert, dann rutscht so rechte These halt stark in die Mitte der Gesellschaft. Weil zugegebenermassen, dass das Leute dann empört, die selber keine Wohnung finden oder selber zum Beispiel auf Sozialhilfe angewiesen sind und dann finden, ja, wieso muss ich denn meine Wohnung aufgeben? Das ist ja dann nachvollziehbar. Und ich finde, gerade in Zeiten von Desinformation, ja, Fake News, wo eine falsche Schlagzeile nachher irgendwie noch so ein bisschen quasi WhatsApp-Channels, Telegram-Channels umgeschickt werden und quasi stimmig gemacht wird, haben die Medien eine zusätzliche Verantwortung, sich wirklich der Information und dem Wahrheitsgehalt entsprechend zu informieren und eben nicht auch quasi am Schluss so etwas wie Fake News zu verbreiten. Und da finde ich schon, es ist ja nur 20 Minuten, das ist jetzt auch nicht nur der Fall, aber das ist schon etwas, wo mir klar ist, oder? Die Medien stehen unter einem finanziellen Druck. Meine, wir haben diese Woche auch wieder einen Abbau erlebt bei den Medien, vor ein paar Wochen bei TX Group. Also das ist, die sind unter einem konstanten Druck, aber nichtsdestotrotz ist sind Medien eine vierte Gewalt und sie können sich einfach so etwas nicht erlauben. Ja, also völlig einverstanden. Und ich glaube, die Diskussion, die muss man wirklich führen. Und was man auch sicher muss, bewusst sich finden, der Fall Windisch hat das gezeigt, der Fall von der Attacken in Zofingen hat das gezeigt. Das zeigt aber auch jetzt die Debatte rund um die Asylvorstöße. Das wird halt auch bewusst vorantrieben auf Social Media von Kreisen, die ganz bewusst Fälle aufnehmen und Lügen verbreitet. In England ist genau das Gleiche passiert, was nachher zu den Riots geführt hat vor ein paar Wochen, wo man auch diskutiert und behauptet worden ist, dass es Einwanderer mit muslimischem Hintergrund, was sich als komplett falsch herausgestellt hat. Und das muss man wissen, da wird ein Druck aufgesetzt auf Social Media, die Schlagziele entsprechend einfach zu übernehmen. Und mich erschreckt ein bisschen, wie faktenfrei das darf passieren. Ich bin letzte Woche mit dem Marcel Dettling zum Beispiel der Rundschau gewesen, zu genau den Asylvorstössen. Und in der Sendung hat Marcel Dettling zugegeben, wüsste gar nicht, wie viele Kriegsflüchtlinge von diesem Vorstoss betroffen sind. Das hat er sich gar nicht überlegt, bevor es die SVP eingereicht hat. Das heisst, das spielt gar keine Rolle mehr, oder was faktisch dahinter steht. Sondern Behauptung, die Menschen seien schuld oder Übernutzung vom Schweizer Asylsystem oder vom Sozialsystem oder von den Wohnungen, die darf man schon einfach so in den Raum stellen. Das finde ich schon echt krass. Was ich schon auch noch zentral finde, ist, oder? Wir haben natürlich eine sehr schnelllebige Medienlandschaft mit Push-Nachrichten, es ist alles online. Es zwingt natürlich auch viele Medienschaffende, möglichst schnell Schlagzeilen produzieren. Klar. Okay, gut, fair enough, dann schreibt mal einen Artikel, wo man im Nachhinein feststellt, ist ein bisschen anders gewesen. Aber dann, und das finde ich, hat ja 20 Minuten nicht gemacht und sie sind auch für das gerügt worden, wenn man es dann besser weiss, dann muss man halt korrigieren, dann muss man halt Artikel korrigieren, dann muss man halt neue Artikel schreiben, die eben nicht mehr die Schlagzeilen gegen Asylsuchenden hat, sondern das Ganze ein bisschen in grösseren und in richtigeren Rahmen stellt. Zum Beispiel eben genau die Profitmacherei auf Kosten von der Menschen im Mietwesen. Aber das ist nicht erfolgt. Und das, bei mir ist wirklich das meine Kritik, dass sie wieder besseren Wissens
man kann mal einen Fehler machen, man kann mal Fehlinformationen haben, aber dann muss man es nachher korrigieren. Also immer das Gleiche. Also, wir sind alle nicht fehlerfrei, aber schon das, was wir versuchen, unser Kind beizubringen. Leben. Fehler gehören zum Leben. Die Frage ist, wie geht man damit um? Ich hoffe, das ist jetzt auch in dem Sinne also eine Lehre. Ich hoffe, es führt zu einer kritischen Auseinandersetzung und man behütet zu behaupten, wir würden nie so Fehler machen. Das ist völlig klar. Es hat halt einfach eine andere Wirkung, wenn das irgendwie in einem Tweet von der Matteo oder mir passiert oder auf der Titelseite von 20 Minuten. Einfach, weil es viele Leute erreicht. Und von dort kommt ja auch die grosse Verantwortung. Und wir hoffen, dass wir die Diskussion in Zukunft ein bisschen versachlichter führen können. Wenn wir gerade bei medialen Diskurs sind, können wir eigentlich schön überleiten zu unserem dritten Thema. Auch unschön. Das heisst auch sehr unschön, aber es heisst immer so, Prämien steigen, wie wenn das ein Naturgesetz wäre. Nein, Prämien steigen nicht einfach mal per se an, sondern es sind eine Folge von politischen Entscheiden oder Nicht-Entscheiden, warum Prämien Jahr für Jahr explodieren. Letzte Woche ist bekannt geworden, dass Krankenkassenprämien auch auf das nächste Jahr um 6% werden ansteigen. Das ganz konkretes Beispiel, das bedeutet für eine vierköpfige Familie erneut einen Prämienanstieg von 1'000 Franken im Jahr. Nachdem sie letztes Jahr schon fast 1'000 Franken mehr gezahlt haben, bedeutet das, es kommt natürlich immer noch ein bisschen auf den Kanton und so davon, aber kann das bis zu 1'000 Franken mehr bedeuten. Das ist auch krass, die Differenzen, die es gibt. Bis zu 10,5, glaube ich, wenn ich die Liste richtig sehe. Tessin steigt an. Das ist schon enorm heavy. Und es scheint vor allem kein Ende zu nehmen. Es ist ja wie jedes Jahr. Das Interessante ist, finde ich immer so, das ist eigentlich die härteste Steuererhöhung jedes Jahr, wo die bürgerlich so hinnehmen. Ich meine, man stellt sich vor, dass sie wären Unternehmenssteuern, die jedes Jahr so würden ansteigen. Gibt, mit 10%. Ja, natürlich gibt es schon längstens x Vorstöße und Volksinitiativen. Da nimmt man das so ein bisschen schulterzuckend zur Kenntnis. Und vor allem ist es doch, also vielleicht wolltest du deine Kommission verteidigen, aber am Ende einfach das Verschieben vom Versagen von der Politik, einen besseren Finanzierungsmodus zu finden auf die Bevölkerung. Ich glaube, wir haben in der Gesundheitsversorgung, das hat natürlich noch einen Einfluss auf die Prämien, wie zwei Probleme. Das erste Problem ist die absolut unsolidarische Finanzierung. Wenn wir zahlen 60% der Gesundheitsleistung aus der eigenen Tasche, völlig unabhängig davon, ob jemand 4'000 oder 40'000 Franken im Monat verdient. Der Chefarzt zahlt die genau gleiche Krankenkassenprämie wie Putzkraft vom Spital. Und das ist natürlich, wenn die Prämien tief sind, kann man sagen, ja, ist auch unsolidarisch, ist auch unfair, aber man kann damit leben. Aber wenn die Prämien von Jahr zu Jahr ansteigen, ist es echt irgendwann mal in einem Bereich, wo man sich es schlicht einfach nicht mehr leisten kann. Und das macht mir schon, muss ich schon sagen, zunehmend Sorgen, weil es ist wie auch kein Ende in Sicht. Das ist auch aus der Dynamik, wenn ich es richtig verstehe, von den Gesundheitskosten gar nicht absehbar. Die werden immer steigen, das ist logisch. Also gerade mit der Demografie. Ja. Und ich glaube, da ist wirklich so, ganz kurzfristig muss es einfach einen Prämiedeckel geben. Dass man wenigstens sagt, es gibt wie ein Moratorium, das ist die Prämie, aber das steigt jetzt einfach nicht mehr an. Und ja, die Kosten darüber, die müssen halt für die öffentliche Hand finanziert werden. Vor allem auch, weil sich die öffentliche Hand, insbesondere die Kantone, in den letzten Jahren aus der Verantwortung genommen haben. Wir haben zig Kantone, die weniger Geld ausgeben für die Prämieverbilligung wie noch vor 10 Jahren. Und jetzt, was will der Bundesrat machen? Will sich auch noch mehr zurückziehen. Also in dem ganzen, wir haben ja auch schon darüber geredet, in dem Abbaupaket quasi von der Karin Keller-Sutter hat es ein Element drin, das jetzt der Bundesrat vorschlägt, wo zur Folge hat, dass bei der Prämieverbilligung gespart wird. Ganz nur schnell da ein Punkt dazu. Wir haben ja, glaube ich, in der Kommission, wenn es mir recht ist, so einen Vorstoss diskutiert zur Deckelung von der Prämie. Der kommt jetzt dann im Rat. Wenn ich richtig verstanden habe, kommt der aus der SVP, aber es ist jetzt nicht so, dass eine begeisterte Mehrheit von dieser Fraktion würde dahinter stehen. Es gibt zwei Vorstöße, die den Deckel fordern. Der eine ist von einem grünen Nationalratsmitglied und der andere von einer SVP-Nationalrätin. Aber ja, es hat zumindest keine Mehrheit gefunden. So kann man es vielleicht so sagen. Die Grünen, die SVP und die SP hat die Mehrheit in der Kommission. Aber ich bin dann gespannt darauf, wie sie sich dann werden im Parlament positionieren. Das ist im Dezember, oder? Sollte voraussichtlich im Dezember kommen. Und ich meine, glaube, langfristig führt nichts daran, vorbei, wirklich einfach bei den Prämien oben runterzukommen, einkommensabhängig, eine starke Deckelung, eine Entflechtung von den Versicherten, wie sie aktuell heute, glaube ich, oder nicht diese Woche
gewisse Westschweizer Kantone vorgeschlagen haben. Ja, die haben einen Vorschlag eingebracht, einen Tag eigentlich nach der Publikation von der neuen Prämienanstieg, dass man gesagt hat, wenn man genau hinschaut, ist ja quasi eins von den Problemen, ich will das nicht falsch formulieren, sagen wir, dort, wo die Kosten anfallen, das sind natürlich oft ältere Personen, die sehr viel Gesundheitsleistungen müssen, quasi in Anspruch nehmen, logisch, weil sie chronisch krank sind, weil sie länger behandelt werden müssen. Und der Vorschlag war jetzt, dass man gesagt hat, könnte man nicht überlegen, ob man Menschen ab einem bestimmten Alter würde anders versichern als alle anderen, also zum Beispiel direkt über staatliche Gelder zahlt und dann über die Steuern und nicht mehr über Prämien, weil das Risiko, wie man das formuliert im Jargon, also weil die Kosten dann halt sehr stark in dem unsolidarischen System, wie du es formuliert hast, die treffen mit weniger Geld. Ich bin nicht Gesundheitsspezialist, aber ehrlich gesagt, auf den ersten Blick ist das noch eine einleuchtende Überlegung. Finde ich wirklich eine Überlegung, die man sicher muss weiterführen muss, weil es natürlich einen grossen Teil der Kosten hin verschiebt zu der solidarisch finanzierten öffentlichen Hand und man dann quasi damit den Prämientopf von allen anderen finanziell entlasten wird. Es wäre eine Art eine öffentliche Krankenkasse ab einem bestimmten Alter. Ja, könnte man so sagen. Ich habe vorhin angekündigt, es ist ein Problem, quasi die unsolidarische Finanzierung. Und das andere Problem ist natürlich, es gibt Kostentreiber in unserem Gesundheitswesen, die nicht weil die Menschen krank sind oder müssen behandelt werden, Kostentreiber sind, sondern weil es Leute gibt, die richtig viel Geld machen mit der Gesundheit der Menschen. Namentlich zum Beispiel die Pharmabranche, die Milliarden Profit machen in der Schweiz. Medikamentenpreise, die horrend hoch sind im Vergleich auch zum Ausland. Und auch da gibt es aktuell Vorlagen im Parlament. Im sogenannten Kostendämpfungspaket 2 sind wir einen Antrag am Diskutieren, der bedeuten, dass es wie einen Mengenrabatt eigentlich gibt für umsatzstarke Medikamente. Also wenn eine Pharmafirma ein Medikament auf dem Schweizer Markt hat, wo 50, 100, 150 Millionen Franken Umsatz im Jahr macht, dass sie dann eigentlich quasi einen Teil vom Preis zurückgestatten an die Bevölkerung. Und das hat eine Chance? Hey, durch den Ständerat ist es einstimmig durchgegangen. Es ist ein Vorschlag eigentlich von einem, oder es geht zurück auf einen FDP-Vorstoß. Ist kurz nach der Abstimmung über die Prämieninitiative, glaube ich. Also die Abstimmung im Ständerat ist kurz nach der Abstimmung zu der Prämieninitiative im Juni. Aber es ist wirklich einstimmig durch den Ständerat. Wir hatten jetzt eigentlich im Nationalrat schon im September, das war mal die Idee, im September diskutieren. Wir haben jetzt noch ein bisschen länger Zeit gebraucht für die Diskussion, aber ich bin Holzalange. Halbwegs zuversichtlich, dass das gelingen kann. Das wird immerhin. Und das sind Einsparungen von bis zu einer halben Milliarde wiederkehrend pro Jahr, was über 1 Prämienprozent ausmacht. Und das wäre die richtige Richtung, nicht so, wie der Ständerat diese Woche entschieden hat, die falsche zu gehen. Nämlich das, was wir schon mal diskutiert haben, kurz. Der Ständerat hat jetzt Emotionen überwiesen, die die Mindestfranchisen anheben. Und das trifft primär Leute mit chronischen Krankheiten. Genau. Gehen wir zur Frage. Machen wir. Mattea, können wir verhindern, dass SRF We, Myself and Why stricht? Ich hoffe es. SRF hat ja letzte Woche angekündigt, 75 Stellen zu sparen und dabei auch, oder abzubauen und dabei auch gewisse Online-Kanäle zuzutun, unter anderem We, Myself and Why. Das ist ein Kanal, der sich insbesondere an junge Frauen richtet, über Psychologie, Sexualität, Politik berichtet. Ich liebe ihn wirklich. Wie heisst sie? Fan davon. Und jetzt hat es einen Aufschrei gegeben, völlig zu Recht, eine Petition, die lanciert worden ist, mit der Aufforderung, dass ganz viele den Kanal jetzt noch abonnieren, mit der Hoffnung, dass die Schliessung quasi von dem Insta-Kanal oder von dieser Plattform noch verhindert werden kann. Also für alle die, die es noch nicht gemacht haben, gehen auf We, Myself and Why, abonnieren und gemeinsam können wir das hoffentlich noch verhindern. Da sieht man, was es bedeutet, wenn der Albert Rösti Medienminister ist und Beiträge des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zusammenstreicht. Wer leidet zuerst? Die jungen Frauen. Genau. Was hat es mit der Friedenskonferenz zum Nahen Osten auf sich? Also das ist hoffentlich eine Chance. Duno hat die Situation im Gaza und den Krieg diskutiert und eine Resolution verabschiedet, wo die Schweiz als Depositärstaat von der Genfer Konvention dazu auffordert, eine Konferenz zur Einhaltung von dieser Konvention, da geht es um das Kriegsvölkerrecht, soll veranstalten. Und das ist ein Auftrag, den die Schweiz annimmt. In der Hoffnung, dass das zumindest kann dazu beitragen, dass weniger zivile Opfer
Opfer aus dem grausamen Krieg würden resultieren. Aber das wird leider, wenn wir ganz ehrlich sind, auf die unmittelbare Eskalation nicht viel Auswirkungen haben. Trotzdem ist es richtig, das ist etwas von dem, was die Schweiz machen kann. Und wir unterstützen das selbstverständlich. Werden die Prämien von der Krankenkasse irgendwann wieder sinken, Matteo? Nicht von allein, das ist völlig klar. Für das braucht es politische Entscheidungen, wo solidarische Finanzierung von unserem Gesundheitswesen endlich einführt. Solange das nicht passiert, werden die Prämien auch in Zukunft für Jahr eben nicht steigen, sondern quasi erhöht werden auf Kosten von den Versicherten, die die Rechnungen nicht mehr zahlen können. Sie würden auf null sinken, wenn man ein anderes Finanzierungssystem hat. Sie würden auf null sinken, wenn alles von der öffentlichen Hand finanziert ist. Ich würde mich schon begnügen mit einkommensabhängigen Prämien oder jetzt als einen ersten Schritt zumindest mit einem Prämiendeckel, der zumindest dann wird davon bewahren, jedes Jahr müssen wir jetzt zahlen. Cedric, werden jetzt die Nachtzüge gestrichen? Was soll das? Das ist auch eine der Folgen von dem angekündigten Abbaupaket vom Bundesrat. Da passiert jetzt wirklich relativ komische Sachen. Und zwar unter anderem, das ist eine Massnahme aus dem Departement, Überraschung, Überraschung, Albert Rösti, wo eine Massnahme, die das Parlament und das Volk in dem Sinn auch beschlossen hat im Klimaschutzgesetz, dass man Nachtzüge fördert und unterstützt, damit die schneller kommen als sonst geplant, also in grosse europäische Destinationen, damit man eine Alternative hat zum Flugzeug, wo die Gelder streichen. Und zwar bereits auf 2025, direkt als bundesrätliche Massnahme, allen übliche Verfahren dabei. Und da sieht man, um was es am Schluss bei dem Abbaupaket geht. Es geht eigentlich nicht um das, was man sagt, Finanzpolitik, sondern es geht darum, politischer Erfolg bei Kaufkraft, bei Gleichstellung und insbesondere im Klimabereich rückwendig zu machen. Und wir werden versuchen, uns zu wehren, dagegen, dass das passiert. Ich würde nämlich sehr gerne mal mit dem Nachtzug auf Barcelona. Der war ja angekündigt. Ich hoffe, der kommt auch. Aber bis dahin wird es noch ein bisschen Zeit geben. Wird es auch noch die ein oder andere Folge geben von Meyer Wermut. Wenn ihr bis dahin, also zumindest bis nächste Woche, Fragen oder Kommentare habt, wie immer an meierwermut.sbschweiz.ch oder in die Kommentarspalte. Vielleicht habt ihr das Glück, in der Herbstferien einen Nachtzug zu nehmen. Dann könnt ihr unterwegs den Kanal abonnieren, wenn ihr gerade Meyer Wermut hört oder schaut. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.